So, herzlich willkommen zur Einführung in die Vorlesung Social Choice, Staat, Konflikte und Politik. Es ist, glaube ich, ein Semester, was für uns alle ein bisschen schwierig wird, weil wir aber auch nicht genau wissen, wie es laufen wird. Wie viel wird jetzt online stattfinden, wie viel wird mit Präsenz stattfinden. So oder so, wir müssen vorbereitet sein. Die Hochschulleitung hat uns ausdrücklich aufgefordert, einfach das Beste aus der Situation zu machen. Das sollte auch für uns selbstverständlich sein. Und ich freue mich, dass diese neue Vorlesung so viel Zuspruch erfahren hat. Zumindest sind die Anmeldezahlen nach der oder während der zweiten Anmeldephase, die ja momentan läuft, erstaunlich hoch. Und dieses Video ist sozusagen der erste Teil der ersten Vorlesung. Sie beschreibt, worum es eigentlich geht, was wir tun, was die Literaturliste ist und so weiter. Und naja, natürlich hoffe ich, dass wir uns irgendwie auch alle relativ bald wieder sehen können und dann auch die Sachen direkt erörtern werden können. Es geht um Social Choice. Was ist Social Choice? Worum geht es da? Und was hat das eigentlich mit diesem Untertitel Staat, Konflikte und Politik zu tun? In der Tat sehr viel. Und das will ich Ihnen versuchen zu erklären, worum es hier geht. Dazu finden Sie auf Jocustine und auf den neuen Moodle-Seiten der Universität, wo die Lehrveranstaltungen organisiert werden, beziehungsweise auf der Reader-Plattform, also Sie werden Möglichkeiten finden, dieses Video als auch die Präsentation zu finden. Und der entlang werde ich versuchen, Ihnen zu skizzieren, worum es in dieser Vorlesung geht. Sie sehen, dass die Folien noch auf Englisch sind. Je nachdem, wenn wir eine Präsenzveranstaltung machen und Sie das wünschen oder mehrheitlich wünschen, machen wir sie auch auf Englisch. Aber ich fange mal an, sie auf Deutsch zu lesen und die Folien sind trotzdem in englischer Sprache verfasst. Worum geht es bei Social Choice? Nun, es gibt eigentlich keine ökonomische Situation, deren Ergebnis nicht von Regeln abhängig ist. Sie können sich eigentlich keine Situation wirklich vorstellen, wo nicht Menschen sich an irgendetwas halten, an irgendetwas gebunden fühlen oder wo eine Reihe von Handlungen nicht möglich sind und dadurch eben das Ergebnis, das wirtschaftliche, aber auch das soziale Ergebnis massiv beeinflusst wird. Um Ihnen das an einem Beispiel zu skizzieren, denken Sie an eine der allerersten Vorlesungen im Bereich der Mikroökonomik, vielleicht auch in der Einführung in die VWL, in dem Mikroteil. Wenn man über so eine Art Beispiel spricht, über zwei Leute auf einer Insel, wir machen das auch gleich nochmal, und die treffen sich, beide haben irgendwelche Güter und dann sagt man, na gut, dann tauschen wir mal so lange, bis ein Optimum herauskommt. Und was nehmen wir über diese Individuen an? Gut, wir nehmen an, dass sie irgendwie sehr, sehr selbstbezogen sind, egoistisch. Sie streben nach Nutzenmaximierung. Und mehr wissen wir über sie nicht. Wir kennen auch keine Institution in dem Sinne, dass um sie herum existiert. Meine Katze ist gerade... Ja. Entschuldigung. Wir kennen keine Institution, sondern sie sind einfach da und wir finden heraus, dass sie irgendwie handeln. Und was wir uns nicht fragen oder vielleicht nicht immer fragen ist, warum verhalten sich Menschen eigentlich so liebevoll? Ja, warum treffen sich zwei Menschen auf einer Insel, keine Institution, keine Normen, kein Nichts, deswegen gibt es ja das Inselbeispiel. Und warum fangen nun beide an, irgendwie zu tauschen, statt zu sagen, ich möchte gar nicht tauschen, sondern ich möchte es mir einfach nehmen, was ich gerne möchte. Ich bin ja egoistisch bei Annahme und ich könnte den anderen ja einfach bestehlen. Ne? Und warum soll ich mit ihm da groß rumdiskutieren, was da ist? Tatsächlich blenden wir die Möglichkeiten von Handlungen aus, die denkbar sind. Wir würden sie vielleicht als kriminelle Handlung bezeichnen, aber eine kriminelle Handlung setzt ja voraus, dass es irgendwie einen Rechtsstaat gibt, der erklärt, was rechtens ist und was nicht rechtens ist. Vor allem aber
blenden wir gerne aus, dass diese Regeln, die es gibt, das können auch soziale Normen, also gesellschaftliche Normen sein, dass das Regeln nicht nur existent sind, sondern alle Regeln, diese Regeln und insbesondere die Durchsetzung der Regeln mit Kosten verbunden ist. Denken Sie an die Polizei, an die Justiz und so weiter, die wir haben. Die Regeln, die wir uns irgendwie gesetzt haben, durchsetzen und die kosten ja etwas. Und wo tauchen diese Kosten eigentlich auf? Bevor wir uns aber mit dieser Frage beschäftigen, nochmal zurück zur Rolle der Regeln in der Erklärung wirtschaftlicher Ergebnisse. Wenn doch Regeln so massiv das Ergebnis determinieren, dann stellt sich doch die Frage, und das ist eine zentrale Frage der Social-Choice-Theorie, wo kommen diese Regeln eigentlich her? Wer hat die eigentlich gemacht und warum hat sie jemand gemacht? Konkret kann man die Frage stellen, ob nicht bestimmte Regeln, denken Sie an eine wesentliche Regel unserer Wirtschaftsordnung, nämlich dass die Eigentumsrechte, ob nicht bestimmte Regeln eine Abbildung von Machtverhältnissen darstellen. Ist es nicht vielleicht so, dass die Menschen, die insbesondere von Eigentumsrechten profitieren, nämlich die, die in der Anfangssituation schon sehr viel haben, besonders geneigt sind, Eigentumsrechte zu etablieren und sozusagen Möglichkeiten des Diebstahls etc. oder Konflikte herauszunehmen? Weil sie vielleicht ein viel größeres Interesse daran haben, dass es eine Rechtsordnung gibt, dass es eine Polizei gibt, eben Eigentumsrechte, die durchgesetzt werden, als Menschen, die sehr arm sind. Das ist im Zwei-Personen-Fall sicherlich eine Frage, aber bis hin zu internationalen Handelsbeziehungen. Social Choice, die manchmal auch als Collective Choice Theorie benannt wird, beschäftigt sich also mit der Herkunft und mit den Wirkungen kollektiver Entscheidungen. Eine kollektive Entscheidung, nochmal, kann sein, es gibt Eigentumsrechte. Das, was mir gehört, gehört mir und darf mir nicht entnommen werden. Und wenn wir verstehen wollen, welchen Einfluss diese Regeln haben, wie eigentlich die Welt aussehen würde, wenn es keine Eigentumsrechte gäbe, dann ist es sinnvoll, sich mit Modellen zu beschäftigen, in denen es solche Eigentumsrechte nicht gibt, wo wir ausdrücklich zulassen, dass sich Person A und Person B gegenseitig bestehlen können, aber eben auch zulassen, dass Person A und B sich vor Diebstahl schützen, indem sie eine Mauer hochziehen, ins Fitnessstudio gehen, Kraftsport betreiben, um selbst sozusagen stärker zu sein und so weiter. Das machen wir nicht, solche Anarchiemodelle, um sozusagen eine Anarchie zu propagieren, im Gegenteil. Wir nutzen diese Modelle, um zu verstehen, welche Rolle speziell aus der Existenz der Eigentumsrechte folgt. Ich will versuchen, Ihnen die Rolle etwas schmackhaft zu machen, anhand von Fragestellungen, die es sagen weltweit gibt. Sie sehen hier an der Abbildung das preisbereinigte GDP, also Bruttoinlandsprodukt, nach verschiedenen Regionen. Und Sie sehen in der hellblauen und in der ockerfarbenen Boxplot die Unterschiede etwa zu afrikanischen Staaten entlang der Sahara oder eben auch zu anderen Regionen. Und Sie sehen, dass es erhebliche Unterschiede gibt in Durchschnittseinkommen auf der Welt. Und eine große Frage der Volkswirtschaftslehre ist, wie erklären sich solche Unterschiede? Warum sind Staaten in Nordamerika, auch in Europa, so viel wohlhabender im Durchschnitt, als in anderen Regionen der Welt? Und Sie kennen aus verschiedenen anderen Veranstaltungen, aus der Makroökonomik etc., verschiedene Wachstumstheorien. Und Sie wissen, dass Kapitalakkumulation, Humankapital etc. eine Rolle spielt. Aber, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, erklären auch Regeln, die wir Institutionen nennen, erheblich solche Unterschiede. Übrigens nicht nur Unterschiede
mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt oder das durchschnittliche Einkommen, hier ist es ja per capita, sondern eben auch solche Unterschiede in der Armutsverteilung. Boxplots hier zeigen Ihnen an, sagen die Armutsquote, also wie viele Personen sind in Staaten diverser Regionen der Welt unterhalb der Armutsschwelle. In der Übung werden wir nochmal auf das Thema Armut und Armutsschwelle zu sprechen kommen. Und auch hier sehen Sie erhebliche, massive und erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen der Welt. Und auch hier stellt sich die Frage, was können wir erklären aus Faktoren wie physischem Kapital, Humankapital, Bevölkerungswachstum etc., also die klassischen Indikatoren der Wachstumstheorie. Und was ist auf Institutionen zurückzuführen? Institutionen wie, gibt es einen Staat, gibt es Regeln, die durchgesetzt werden, welche Funktion hat Eigentum und so weiter in dieser Gesellschaft, in diesen Regionen, in Erklärung dieser Unterschiede. Und ich will Ihnen zwei Arbeiten kurz skizzieren, die auf das Thema hinweisen. Eine ist von Acemoglu und weiteren Co-Autorinnen und Co-Autoren verfasst im Jahr 2005, also keine sehr, sehr alte Studie. Und der Name Acemoglu ist ein Name, den man durchaus kennt, wenn man Ökonomie macht. Und sie kommt zum Ergebnis, dass natürlich viele Faktoren wie physisches Kapital und Humankapital und so weiter einen erheblichen Erklärungswert haben, aber ein sehr großer Erklärungswert, sie sagen sogar den größeren Erklärungswert, spielen Institutionen. Also tatsächlich die Regeln, die uns umgeben. Ich werde Ihnen gleich eine Definition von Institutionen geben. Und sie sagen, mehr als das, was ich eben formuliert habe, nämlich mehr als, dass die Einkommensunterschiede sich im Wesentlichen über Institutionen erklären. Sie sagen, dass vor allem die Einkommensverteilung und die Persistenz der Einkommensverteilung insbesondere auf Institutionen zurückzuführen ist, sodass, das ist die Quintessenz, es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns über die Herkunft der Regeln, die Herkunft der Institutionen Gedanken machen. Ein Schaubild aus dieser Arbeit von Acemoglu und den Co-Autorinnen und Co-Autoren ist im Grunde genommen in der Abbildung auf Seite 7 abgebildet. Das Argument ist folgendes, dass es am Anfang irgendwelche politischen Institutionen gibt, die eine de jure politische Machtverteilung niederschlagen. Also wer ist sozusagen am Schalter? Und dass es in einer Ausgangssituation immer auch eine bestehende Verteilung von Ressourcen gibt, also eine Art Wohlstandsverteilung, Vermögensverteilung, was auch immer, die eine de facto politische Machtverteilung generieren. Und gegeben, dass ich eine Ausgangssituation habe, mit einer ungleichen Verteilung von Macht, de jure, als auch de facto, folgen eben, dass ökonomische Institutionen von diesen Leuten insbesondere aufgebaut werden, die sozusagen schon eine gewisse übermäßige Macht haben und damit ihre Macht und eben auch ihre vorteilhafte Ressourcenallokation auch persistent organisieren können. Das heißt, die Einkommensverteilung, die Vermögensverteilung, die wir sehen, aber natürlich auch damit zusammenhängt, die ökonomischen Ergebnisse insgesamt, sind wohl sehr stark determiniert von den Institutionen, von den Rahmenbedingungen, die da sind. Und die sind nicht irgendwie ausgedacht, die sind nicht auf einer Insel entstanden, sondern sie sind Folge einer Ausgangsverteilung von Macht und von Ressourcenverteilung. Und deswegen zeigt auch diese Untersuchung, ja, diese Arbeit, wie wichtig es ist, sich mit der Frage von, wo kommen eigentlich Regeln her, was ist der Staat, wie entsteht Politik und wie wirkt sich Politik auf das ökonomische Geschehen aus, doch auch zu beschäftigen. So, jetzt habe ich schon viel über Institutionen gesprochen. Und was sind eigentlich Institutionen? Institutionen sind
die Regeln eines Spiels in der Gesellschaft. Und das ist eine schöne Formulierung, eine schöne Definition von Douglas North, der irgendwann mal vor vielen Jahren einen Nobelpreis bekommen hat für den Bereich der Institutionenökonomik. Und er definiert Institutionen als Regeln eines Spiels. Das ist eine sehr schöne Definition, denn soweit Sie schon die Freude hatten, sich mit Spieltheorie in Ihrem Studium beschäftigen zu können, wissen Sie vielleicht, dass ein Spiel dadurch charakterisiert ist, dass es sagen eine Frage gibt, wer ist beteiligt, was sind die Payoffs, also wer profitiert von was, was sind die, was treibt jemanden an, dass aber ein wesentlicher Baustein die Regeln sind, die man aufstellt. Also wer darf eigentlich was, wenn jemand am Zug ist, was darf er eigentlich tun? Ja, und daran sehen Sie, dass es gibt kein Spielergebnis ohne Regeln. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung von ökonomischen Zuständen. Wir können sie mal ausblenden, aber implizit gibt es immer Regeln. Und selbst die zwei Personen auf der Insel, die sich da treffen und dann irgendwie handeln, nun irgendwie halten die sich an Regeln, die besagt, du darfst nicht stehlen. Ja. Und wir bezeichnen im Folgenden mit Institutionen die Regeln, die sozusagen da sind, wenn wir ökonomische Aktivitäten analysieren. Ein zweites Beispiel aus der Literatur, bewusst etwas provokativ gefasst. Sie haben alle schon mal gehört von diesem wirklichen Bestseller Capital, von Thomas Piketty, vor einigen Jahren erschienen. Einige sagen, es gibt kaum ein Buch, was so häufig gekauft und praktisch nie gelesen worden ist, wie dieses Buch. Und ich glaube, da ist einiges dran. Ja, es ist ja wirklich ein Bestseller. Man sieht es eigentlich, wenn man irgendwo auf eine Party geht, immer irgendwie ein Bücherregal stehen. Und wenn man sich mit den Leuten unterhält, ist es selten, dass die wirklich gelesen haben. Aber die finden halt, dass das irgendwie ganz, ganz schick ist und so. Unabhängig davon macht er, glaube ich, einen Punkt. Und er hat eine These, die zumindest diskussionswürdig ist und mit der man sich beschäftigen soll. Nämlich seine Kernbotschaft ist, ausgehend von der Beobachtung, dass wir eine zunehmende Konzentration der Einkommensverteilung haben und sozusagen diese Konzentration auch persistent ist. Also es sind immer die gleichen Personen, ja, die sozusagen einen hohen Anteil des Einkommens und des Vermögens inkorporieren, kommt er zu der These, dass wir uns hinbewegen zu einem Patrimonial Capitalism, fällt gerade keine gute Übersetzung ein, bei der sozusagen Leute mit einem hohen Einkommen, mit viel Macht, ja, denken Sie an das Acemoglu-Bild, in der Lage sind, die ökonomischen Institutionen zu dominieren und dafür zu sorgen, dass sozusagen sie auch immer der Profiteur sind, sie und ihre Familien, ihre Nachkommen, ihre Klasse auch immer sagen, diejenigen sind, die von den Institutionen profitieren, so dass wir sozusagen uns vielleicht wegbewegen vom Idealbild einer Gesellschaft, die wir eigentlich alle anstreben, nämlich eine Gesellschaft, bei der Leistung, Talent und solche Faktoren erklären, wie wir vorankommen, hin zu einer Gesellschaft, in der Wohlstand vererbt wird. Ja, weil einfach sagen, Institutionen festgesetzt sind und diese Institution eben den Leuten insbesondere nutzt, die am Anfang der Situation eine günstige Einkommensverteilung hatten oder, wie er es formuliert, die Geburt spielt vielleicht eine größere Rolle. Also wo man geboren wurde, von wem man geboren wurde, spielt vielleicht eine größere Rolle als Anstrengung und Talente. Ja. Ich mache mir ausdrücklich diese These nicht zu eigen, sondern ich versuche sie zu skizzieren, um Ihnen klarzumachen, womit beschäftigen wir uns? Warum ist Social Choice Theorie keine Theorie, von der man sagt, die muss man sofort eigentlich, mit der muss man sich unbedingt sofort beschäftigen, wenn man Ökonomie studiert. Von der ich aber glaube, dass sie tatsächlich in der Lage ist, Fragestellungen zu erklären,
die etwas fundamentaler sind, aber auch tatsächlich aktuell diskutiert werden. Ja, und ich glaube, dass dieses Buch, die Diskussion über Einkommensverteilung, Vermögensverteilung etc. da auch eine große Rolle spielt. Ich will nochmal zurückkommen auf dieses Inselbeispiel, weil es, glaube ich, sehr schön skizziert, was eigentlich die Fortführung dieser Vorlesung zu bestehenden Vorlesung, insbesondere zur einführenden Mikroökonomik ist. Sie kennen aus der einführenden Mikroökonomik das Modell von zwei Personen auf einer Insel. Ja, und auf dieser Insel gibt es sozusagen zwei Güter, die produziert werden. Das eine aus einer Ressource Y1, das andere aus einer Ressource Y2. Daraus folgt dann jeweils X1, X2. Und zwei Personen treffen sich, beide können etwas produzieren, nämlich jeweils ein Gut. Und am Ende haben beide Präferenzen, die abgebildet werden können durch eine Nutzenfunktion. Eine sehr weitgehende Annahme übrigens, die wir im Laufe der Vorlesung dann auch wieder verwerfen. Ja, wir werden irgendwann keine Nutzenfunktionen mehr brauchen, einfach nur Präferenzen. Und in diesen Präferenzen wird abgebildet, die Nutzenfunktionen, die hängen sozusagen von ab, wie viel man von den beiden Gütern hat und in welcher Zusammensetzung. Ja. Und nun, Sie kennen aus einer wirklichen einführenden Veranstaltung, was macht man da? Man nimmt das Nutzenniveau der ersten Person, Person A, was abhängig ist von den beiden Gütern X1, X2. Und das Nutzenniveau wird geschmälert durch die Kosten, die man hat, die Person A hat, um aus Y1 Konsumgüter zu produzieren. Dieses Nutzenniveau, dieses Netto-Nutzenniveau soll maximiert werden unter der Nebenbedingung, dass das Netto-Nutzenniveau der Person B nicht unterschritten wird und gleichzeitig unter der Nebenbedingung der Markträume. Ne? Das heißt also, das, was produziert wird, wird auch tatsächlich effizient produziert und es gibt keine Verschwendung bei Produktion und auch nicht beim Konsum. Das heißt, das, was auch tatsächlich getauscht und produziert wird, wird auch tatsächlich konsumiert und landet nicht irgendwie in der Tonne. Und wenn man sich eine solche Maximierung anschaut, nun, dann kommt man zu einer relativ, dann würde man sagen, naja, das kennen Sie, man macht einen Lagrange-Ansatz, die Nebenbedingungen stehen ja da. Und hat aus dem Lagrange-Ansatz die Bedingungen erster Ordnung. Und wenn man sie auflöst und sozusagen vernünftig umformt, bekommen wir eine Bedingung, die Sie kennen, nämlich dass die Grenzraten der Substitution des A identisch ist der Grenzrate der Substitution des B, also das Tauschverhältnis der beiden Güter. Und dieses Tauschverhältnis, das bei beiden Personen identisch ist, entspricht der Grenzrate der Transformation. Also sozusagen das, was produziert wird und das, was konsumiert wird, ja, steht in einem engen, in sich geschlossenen Zusammenhang. Ja, und wir werden in der Übung diesen Lagrange-Ansatz auch nochmal deklinieren und aufarbeiten. Jetzt ist erstmal wichtig, nochmal sich zu erinnern, dass wir in diesem Inselbeispiel, wo wir sozusagen einfach mal nicht über Institutionen und Regeln und so weiter sprechen, einfach nur annehmen, friedfertige Menschen, aber sehr egoistisch, tauschen irgendwelche Güter, dann finden wir eben diese Optimalitätsbedingung, dass die Grenzraten der Substitution identisch sind und sie der Grenzrate der Transformation entsprechen. Und nochmal, in der Übung werden wir uns einfach mal Fälle anschauen, wo diese Bedingung nicht erfüllt ist und Sie werden aufzeigen, dass das kein Optimum sein kann. Machen wir es grafisch. Ja. Sie haben vielleicht die Edgeworth-Box schon mal kennengelernt. Ansonsten machen wir das auch in der Übung nochmal intensiver. Aber im Grunde genommen, im Zwei-Güter-Diagramm bilden Sie eine Menge von Differenzkurven für A. Das gleiche machen Sie für B. Und dann klappen Sie im Grunde genommen das Diagramm von B über das von A drüber und bekommen eben diese Edgeworth-Box, die anzeigt in der Breite nach unten, wie viele Güter des Gutes X2 insgesamt konsumiert und produziert werden und nach oben hin auf der einen Achse eben X1 und auf der anderen Seite eben X2. Und in diesem Diagramm sehen Sie, dass sich dort, wo sich die Indifferenzkurven tangieren, ja, also sagen die blaue Linien und die roten Linien, dass wir entlang an dieser Stelle sozusagen ein Tauschoptimum haben. Die Grenzraten der Substitution sind an dieser Stelle identisch.
und sie sehen, dass das bei Punkt A, Groß A, nicht der Fall ist, aber im Punkt B schon. Und wenn wir nun alle Möglichkeiten durchdeklinieren, wo sich Interferenzkurven tangieren könnten, dann kommen wir auf die sogenannte Kontaktkurve, das ist die grüne Kurve. Die ist jetzt ein bisschen sehr artifiziell eingezeichnet, aber nehmen wir es mal so hin. Und die Kontaktkurve zeigt an, ist der geometrische Ort aller Güterkombinationen, bei der die Optimalitätsbedingung erfüllt ist. Ja, das heißt, bewegen wir uns auf einem Punkt auf dieser grünen Linie, sind wir in einem Optimum. Außerhalb der grünen Linie heißt es, dass wir durch eine Reorganisation entweder auf der Produktionssphäre oder auf der Konsumentensphäre eine Verbesserung herbeiführen können. Verbesserung hier heißt Pareto-Verbesserung, das heißt die Besserstellung einer Person, ohne dass sich sagen, eine andere Person schlechter stellt. Soweit die Theorie, die Sie auf jeden Fall schon mal gehört haben. Und jetzt zu dem, was wir tun. Die Kontraktkurve, konzentrieren sich auf diese grüne Kontraktkurve, die sagt zunächst einmal nur, das sind Optima. Und wir versuchen nicht zu bewerten, aus einer mindestens mal utilitaristischen Sicht heraus, welcher konkrete Punkt auf der grünen Linie tatsächlich ein vorteilhafter ist. Und stellen Sie sich vor, Sie bewegen sich nun an einer Stelle entlang von klein b, also diesem Ursprung, die Konsument B hat. Das ist der Punkt, wo Konsument B in der Ausgangssituation ein sehr armer Mensch ist. Er hat kaum Güter. Ne? Und in dieser Situation ist Person A sehr, sehr wohlhabend, ja? Weil er sozusagen weit weg vom Ursprung, sozusagen auf einer Interferenzkurve weit weg vom Ursprung sich befindet. Und nun sagen wir, da kommt A und B treffen sich auf der Insel. B ist bettelarm, A ist sehr, sehr wohlhabend. A sagt, weißt du was, wir maximieren mal meinen Nutzen, wir halten aber deinen gerade mal so konstant. Wir sind jetzt also sozusagen nicht auf der grünen Linie, sondern irgendwo daneben. Und sagt B, ja klar, kein Problem. Ich habe zwar noch nicht oder kaum etwas, ja, es reicht auch kaum zum Überleben, aber kein Problem. Sieh mal zu, dass du nochmal deinen Nutzen maximieren kannst. Solange du mich nicht schlechter stellst, ist doch alles in Ordnung. Und ich überspitze das natürlich auch etwas, um Ihnen zu zeigen, das ist doch keine realistische Einschätzung von ökonomischen Prozessen. Und es ist ja auch nicht die Menschheitsgeschichte, die da abgebildet wird als friedfertiger Zusammenkunft von Menschen, die akzeptieren, dass sie eben einfach arm sind und dann auch ganz okay finden, dass man das Nutzniveau von A maximiert. Ja, sondern man würde erwarten, warum akzeptiert er das eigentlich? Warum akzeptiert B, warum soll er eigentlich akzeptieren, dass es so ist? Vielleicht muss er es einfach akzeptieren, weil es Regeln gibt, die ihn daran hindern, es nicht zu akzeptieren. Weil er sozusagen sagt, wie soll ich das nicht akzeptieren? Eigentlich strebe ich an, dass ich mich besser stelle auf Kosten von A. Also dass er sich schlechter stellt, damit wir vielleicht eine Gleichverteilung der Einkommen haben, in dem Fall der Güterausstattung. Aber es ist vielleicht gar nicht möglich, weil es Eigentumsrechte gibt. Und dann sehen Sie vielleicht, dass diese Eigentumsrechte insbesondere im Interesse von Person A liegen, aber nicht so sehr im Interesse von B. Und jetzt sehen Sie auch, dass offenbar Eigentumsrechte eben eine erhebliche Erklärungswert haben für die Einkommensverteilung und für die Persistenz der Einkommensverteilung. Und das ist sozusagen auf einfachster Mikroökonomik skizziert, was wir vielleicht bei Arbeiten von Piketty oder Acemoglu auch noch mal etwas ausführlicher und etwas elaborierter auch sehen. Und ja, wir beschäftigen uns mit der Frage, warum verhalten sich Menschen eigentlich so? Warum müssen sie sich so verhalten? Wollen sie sich vielleicht so verhalten? Gibt es gesellschaftliche Normen, die sie davon abhält, sich anders zu verhalten? Oder bilden wir nicht sozusagen einfach eine Welt ab, wie wir sie gerne hätten? Weil wir sagen, naja, uns kommt es ja ganz entgegen, dass es diese Eigentumsrechte gibt und beschäftigen uns nicht weiter damit. Eine grundlegende klassische Vorstellung von Ökonomie ist ja, dass wenn jeder sich egozentrisch verhält, das Beste für die Gesamtheit vielleicht herauskommt. Und dieses egozentrisch sich verhalten, da kommt für alle das Beste raus. Nun, das kann man natürlich hinterfragen, wenn man annimmt, dass zunächst einmal ja irgendwelche
Regeln da sein müssen. Und wenn die Regeln aber von den Leuten gemacht worden sind, die sagen sehr wohlhabend sind oder die sehr stark von diesen Regeln profitieren, dann ist vielleicht auch zu hinterfragen, ob tatsächlich für alle das Beste herauskommt. Darum geht es im Grunde bei der Social Choice Theorie und bei vielen anderen Sachen. Hier nochmal kurz zusammengefasst, ja, was wir sagen aus der einfachen Mikroökonomik kennen. Wir maximieren das Nutzniveau des A und behalten das Nutzniveau von B konstant. Wer eigentlich beschließt, dass wir das Nutzniveau von A maximieren wollen, auch wenn es natürlich vom Ergebnis her egal ist, weil wir uns immer auf dieser grünen Linie befinden. Aber welcher Punkt auf der grünen Linie eigentlich vielleicht vorzuziehen ist, das klären wir hiermit noch nicht. Ja. Und wir sehen, dass aber diese Entscheidung, ob wir A oder B maximieren, offenbar einen erheblichen Einfluss auf die Einkommensverteilung hat. Und wir sehen, dass dieses Denken in der Pareto-Optimalität für sich genommen noch nicht die Einkommensverteilung erklären kann. Und eben dann die letzte Frage, warum können wir eigentlich, was hält die Menschen davon ab, eigentlich in einen Konflikt einzutreten, jenseits von einfachen Handeln, also von Handelsbeziehungen, wie sie abgebildet werden. Wir können annehmen, dass es Regeln gibt, das erklärt, dass man nur handelt und keine Konflikte sonst eingeht. Das heißt, wir können annehmen, dass es irgendwie Eigentumsrechte gibt. Aber wir machen sie nicht explizit und wir fragen uns nicht, wo sie eigentlich herkommen. Modelle, die sozusagen nicht hinterfragen, wo eigentlich Institutionen, also Regeln, herkommen, über die gibt es den netten Begriff des Outside Enforcement Approach. Ja, warum heißt das so? Weil man sagt, dass es irgendwelche Durchsetzung von Regeln gibt, Eigentumsrechte beispielsweise, die aber irgendwie exogen gegeben sind. Ja, und daher der Begriff Outside Enforcement Approach. Und im Gegensatz dazu versucht die neue Institutionenökonomik zu erklären, welche Rolle Institutionen haben in der Begründung ökonomischer Aktivität. Das als einführende Beispiele, als Motivation, lassen Sie mich noch beschreiben, was wir in der Vorlesung eigentlich tun. Die Einführung, die haben Sie jetzt erlebt. Dann beschäftigen wir uns im zweiten Teil mit Eigentumsrecht und Anarchie. Nochmal, nicht um Ihnen eine Anarchie irgendwie schmackhaft zu machen, ganz im Gegenteil, sondern wir modellieren eine Anarchie, um zu verstehen, welche Rolle Eigentumsrechte spielen. Da schauen wir uns insbesondere das Modell von Skaperdas, 92 American Economic Review an. Übrigens auf der Präsentation sehen Sie auch, sagen immer Links, die sind blau unterlegt, die führen Sie auf das Literaturverzeichnis und ich habe versucht, das Literaturverzeichnis auch immer so zu gestalten, dass dort auch ein Link ist zu Online-Quellen, sodass Sie vieles auch sozusagen ohne Bibliotheksbesuch einsehen können. Worum geht es bei Skaperdas 92? Nun, da wird sozusagen ein Inselbeispiel, wenn Sie so möchten, zweistufig aufgebaut. Auf der ersten Stufe können Personen, die beiden Personen, die da handeln, ja, investieren in Kraft, in Diebstahlkompetenzen, also in die Fähigkeit einzubrechen, jemanden was wegzunehmen und so weiter. Also sie können investieren in Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen, um da irgendwie Kraftsport zu machen oder was auch immer. Und sie können investieren in Sicherungsmaßnahmen, ne, in Schlösser, Mauern, was auch immer. Und wenn sie das sozusagen gemacht haben, dann beginnt ein Handel. Ja, wobei der Handel sozusagen davon geprägt ist, dass im Schatten sozusagen auch immer ein Diebstahl oder eben ein Konflikt möglich ist. Und warum macht man das? Weil man schauen möchte, welche Kosten eigentlich bei der Durchsetzung der Eigentumsrechte entstehen. Ja. Und Anarchie, die damit beschrieben wird, ja, Anarchie heißt, ich darf stehlen und darf mich selbst verteidigen, aber es gibt keinen Staat, der es zentral organisiert. Diese Anarchie vergleichen wir eben mit einem Modell perfekter Eigentumsordnung.
und unterstellen einfach, dass nun diese Eigentumsordnung nicht kostenlos ist, sondern dass wir tatsächlich etwas dafür bezahlen müssen. Die Justiz, die Polizei etc. Und dann schauen wir uns einfach beide Fälle an und schauen, welche ist eigentlich unter welchen Bedingungen eigentlich kostengünstiger und werden uns dann auch nochmal, das ist auch Crossman 2001, anschauen, dass wir in der Realität in einer Art hybriden Modell leben. Ja, wir haben eigentlich perfekte Eigentumsrechte, aber wenn Ihnen schon mal ein Fahrrad geklaut worden ist, dann wissen Sie, welch Aufwand vielleicht damit betrieben wird, um es wiederzufinden. Und wenn Sie glauben, dass Sie keine, dass das sagen utopisch ist oder reine Theorie ist, weil wir uns nicht mit beschäftigen brauchen, weil wir doch perfekte Eigentumsrechte haben, dann fragen Sie sich mal, warum Sie Ihr Fahrrad abschließen. Es darf ja gar nicht geklaut werden. Ja, und ich ehrlich gesagt bin vielleicht auch etwas paranoid und schließe abends unsere Haustür zu, obwohl ich weiß, dass gar keiner einbrechen darf. Ja, und daran sehen Sie, dass wir wahrscheinlich eine Art hybriden Modell leben. Und das versuchen wir einfach uns anzuschauen. Wir schauen uns an die Rolle von gesellschaftlichen Normen und in der Theorie der Konflikte und versuchen uns, Ambarchi und Scaperdas und andere haben das 2002 auch American Economic Review auch mal aufgezeigt. Sie zeigen auf, welche realwirtschaftlichen Effekte gesellschaftliche Normen haben. Also, man darf nicht töten, man darf nicht stehlen und so weiter. Das muss ja gar nicht kodifiziert sein, das kann eine gesellschaftliche Norm sein. Sie stellen aber die Frage, ob diese gesellschaftlichen Normen, die sehr hilfreich sind, weil sie nämlich kostenaufwendige, kodifizierte Normen substituieren, ob sie eigentlich tatsächlich entstehen können, wenn wir insgesamt von einem sehr egozentrischen, egoistischen Weltbild ausgehen und das auch sozusagen befördern. Der vierte Teil ist die Einführung in die Wohlfahrtsökonomik. Ja, das heißt, wir fangen zum ersten Mal an, mal zu schauen, was heißt es eigentlich, wenn wir nicht eine Person haben, sondern viele Personen und man sagen Zustände im Sinne von Maßnahmen oder sozusagen zwei Situationen miteinander vergleichen müssen, nicht aus einer individuellen Perspektive heraus, sondern eben aus der Perspektive einer gesamten Gesellschaft. Das macht Wohlfahrtsökonomik und was die genau macht und wie das läuft, das schauen wir uns an. Ein sehr hilfreiches Lehrbuch für alles, was ich auch bislang gesagt habe, ist Breyer und Kolmar, die vierte Auflage. Und auch eine sehr schöne Einführung, wenn Sie es etwas technischer möchten, Maskolel, Winston Green, 95, Chapter 21b. Im fünften Punkt kommen wir zum Herzstück der Vorlesung, nämlich die Social Choice Theorie. Und was macht Social Choice Theorie? Ist im Grunde das, was ich eben beschrieben habe. Es wird ja nochmal beschrieben und nochmal ausführlicher gemacht. Und eine sehr, sehr gute Quelle ist Amartya Sen, 2017, A Theory of Justice, sehr empfehlenswert. Wie Sie überhaupt merken werden, dass wir sehr viel Literatur von Amartya Sen benutzen. Und ich glaube, das ist auch sehr lohnenswert, diesen Autor intensiv zu lesen. Im Kern der Social Choice Theorie steht ein Theorem, von dem Amartya Sen sagt, es hat unser Denken über Wirtschaft tatsächlich fundamental verändert. Und sagen ein wesentliches Theorem der Ökonomie. Ich will Ihnen kurz skizzieren, warum es so wichtig ist. Ich hätte gesagt, wir wissen ja gar nicht, wo diese Regeln herkommen, kollektive Entscheidungen, Eigentumsrechte etc. Wer setzt die eigentlich, warum setzt die jemand und so weiter. Vielleicht stellt sich diese Frage gar nicht, nämlich dann nicht, wenn wir annehmen können, dass sich gegebenenfalls solche Regeln gar nicht sozusagen von Einzelnen gemacht werden, sondern tatsächlich ableiten lassen, aggregieren lassen aus den individuellen Präferenzen. Also stellen Sie sich eine Ökonomie vor von drei Personen. Jeder hat irgendwie verschiedene Präferenzen über verschiedene Zustände, über Güter, aber auch über Rechtsetzung etc. Und ist es nicht vielleicht möglich, dass wir mit akzeptablen Aggregationsmaßnahmen wie das Pareto-Kriterium etc. aus den individuellen Präferenzen kollektive Präferenzen ableiten können. Wenn das so wäre, dann wäre ja diese gesamte Geschichte von spielt Macht eine Rolle, ne? Piketty und so,
gar nicht so relevant, weil dann wären ja kollektive Entscheidungen einfach nur die Abbildung von individuellen Entscheidungen. Und der Nobelpreisträger Kenneth Arrow hat es 1959 in seiner Promotionsschrift tatsächlich probiert und aufgezeigt, dass, das ist die gute Nachricht dabei, dass es möglich ist, aus individuellen Präferenzen kollektive Entscheidungen abzuleiten. Aber diese kollektiven Entscheidungen entsprechen vollständig den Präferenzen einer Person. Das heißt, haben wir drei Personen in der Ökonomie, dann sind die so abgeleiteten kollektiven Entscheidungen vollständig die Präferenzen einer Person. Und das nennt er Dictatorship. Ja, und das zeigt, ja, dass es sagen keine Möglichkeit gibt, unter akzeptablen Annahmen, sagen eine kollektive Entscheidung einfach nur aus individuellen Präferenzen abzuleiten. Und diese wesentliche Erkenntnis, das ist das Unmöglichkeitstheorem von Arrow. Damit werden wir uns einige Wochen beschäftigen, weil es tatsächlich ein fundamentales Theorem der Volkswirtschaftslehre ist und auch der Geisteswissenschaften, der Gesellschaftswissenschaften insgesamt. Spielt auch eine große Rolle in der Politikwissenschaft etc. Damit werden wir uns beschäftigen, weil das im Grunde genommen dieses Theorem, auch die Social-Choice-Theorie, ganz massiv auch beflügelt hat und auch nochmal sozusagen bestärkt hat. Wir werden uns mit weiteren Aspekten der Social-Choice-Theorie beschäftigen, also kollektive Entscheidungen, Staat, wie kommen die zustande, was spielt da noch eine Rolle. Wir werden immer wieder auf eine Reihe von Schriften von Amartya Sen zurückgreifen und werden uns dann mit der Frage beschäftigen müssen, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Also wenn schon kollektive Entscheidungen sich sehr stark auswirken auf Effizienz, klar, aber eben auch auf Einkommensverteilung und Vermögensverteilung etc., dann stellt sich die Frage, was wäre eigentlich eine gute kollektive Entscheidung? Und nach was soll die sich eigentlich orientieren? Einerseits anhand der Effizienz, klar, und dann eben aber auch anhand von einem irgendwie gearteten Gerechtigkeitsideal. Deswegen schauen wir uns verschiedene Gerechtigkeitstheorien an. Den Utilitarismus, den Liberalismus und den Kontraktualismus. Den Utilitarismus kennen Sie aus der Mikro 1, den Liberalismus, na, den kennen Sie eigentlich aus der Zeitungslektüre. Und der Kontraktualismus ist das, was Sie vielleicht nochmal mit einer Reihe von Gerechtigkeitstheorien auch schon verbinden. John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit ist da sicherlich eine sehr bekannte Quelle. Und ich will Ihnen aufzeigen, dass jede Gerechtigkeitstheorie sozusagen auch nochmal hinterfragt werden kann und es auch Ansätze gibt, Gerechtigkeit anders zu denken, insbesondere über einen Capability Approach, der auch von Amartya Sen kommt und der eine große Rolle spielt in der Bewertung von Entwicklungen und Development weltweit und insofern auch das Kapitel Theorie der Gerechtigkeit abschließt. Hier werden wir insbesondere auf das Buch Theory of Justice von Amartya Sen zurückkommen. Dann versuchen wir, Effizienzaspekte und Gerechtigkeitsaspekte zusammenzufügen. Und als ein Beispiel dafür, das ist etwas, was man sehr häufig macht, zeige ich Ihnen auf, was eine Form von gerechter Besteuerung sein können, auf anhand eines sehr, sehr bekannten Aufsatzes von Atkinson und Stiglitz aus dem Jahr 76. Und abschließend möchten wir die Vorlesung mit einem Kapitel über Kapitalismus und Demokratie oder Wirtschaft und Demokratie, also welche Rolle spielen eigentlich demokratische Prozesse für eine Ökonomie? Warum stellen wir uns die Frage? Weil wir vielleicht auch gerade aktuell, als wir gesehen haben, wie gehen andere Staaten, auch totalitäre Staaten mit einer solchen Krise wie Corona um, ist die Demokratie vielleicht zu behäbig? Ist sie nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen, die man vielleicht auch gerade braucht? Oder ist sie nicht vielleicht ineffizient? Und tatsächlich muss man sagen, wenn man sozusagen Leute nach einem Wirtschaftsstudium fragt, warum haben wir eine Demokratie und warum ist sie vielleicht gut, dann kommt häufig so, naja, man weiß es eigentlich gar nicht so richtig. Und das sollten wir nochmal reflektieren. Ja, also welche Rolle spielt eigentlich Demokratie in einem
in einem wirtschaftlichen System und ist eine Demokratie, ist ein Kapitalismus, ist eine, also an sich ein Wirtschaftssystem ohne Demokratie wirklich denkbar und ist sie auch sinnvoll? Und damit wollen wir uns beschäftigen. Und das soll auch die Vorlesung insoweit dann auch abschließen. Ich freue mich auf die Vorlesung. Ich hoffe, dass wir uns dann auch bald auch tatsächlich sehen werden. Selbst wenn es Präsenzveranstaltungen gibt, dann soll es trotzdem noch eine Möglichkeit geben, diese Veranstaltung auch von zu Hause aus zu sehen, ja, weil man vielleicht erkrankt ist oder weil man sich nicht in eine Präsenzveranstaltung begeben möchte. Darauf sind wir, glaube ich, eingestellt und dann kann es auch sein, dass wir uns vielleicht im Hörsaal sehen und wir trotzdem die Vorlesung aufzeichnen oder wie auch immer wir das dann tun. Eine gewisse Flexibilität ist auf jeden Fall erforderlich. Ich freue mich auf die Vorlesung, ich freue mich auf das, was wir dann gemeinsam tun. Ich hoffe, dass Sie eine interessante, eine spannende Veranstaltung dann auch erleben werden mit einer passenden Übung und allem, was dazugehört. Bis dahin, viel Spaß noch.